Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim dritten Teil. Wir sind jetzt bei den Abwehrspielern. Wir besprechen heute die Autogrammkarten, die wir am Tag der Fans bekommen haben. Für die, die noch nicht alle bekommen haben am Tag der Fans, gehen wir den nochmal durch. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr alle habt, ob ich einen vergessen habe. Es müssen ja 35 Stück sein. Ab und zu will ich auch mal euch fragen, nach euren Meinungen. Bestimmte Spieler werde ich, auch wenn es auf der Karte anders steht, in andere Bereiche eingliedern. Wenn er jetzt Abwehr steht, kann auch sein, dass ich den eher ins Mittelfeld packe oder woanders hin, weil ich das denke, wo die am meisten gespielt haben, wo der Trainer die eingesetzt hat. Auch wenn auf der Karte vielleicht was anderes steht. Ich werde das zwar erwähnen, aber da nach dem Bauchgefühl handeln. Und ihr könnt mir ja immer dann erzählen, ob euch das gefällt oder ob ihr das nicht lieber so haben wollt, wie es auf der Karte steht, oder ob ihr eine bessere Idee habt, den Spieler einzusetzen. Das könnt ihr alles unten in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das gerne durch. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem ersten Spieler. Das ist unsere Nummer 5. Der Amos Piper oder Piper genannt. Position ist die Abwehr. Hat super Spiele gemacht in der Vorbereitung. Ich würde auch sagen, er ist gesetzt in der Abwehr. Dass ich ihn sogar auf Recht sehe. Geburtsdatum ist der 17.01.1998. Nationalität ist deutsch. Größe ist 1,92 Meter. Bei Werder seit dem 01.07.2022. Seine Laufbahn begann bei den FC Nordkirchen, Union Lüdinghausen, Borussia Dortmund, DSC Arminia Bielefeld. Bundesligaspiele hat er 57 gemacht und ein Tor dabei geschossen. Zweitligaspiele hat er 39 gemacht, kein Tor. Das ist aber Dortmund gewesen. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so erzählt worden. Das ist doch schon mal ein guter Junge. Ich meine, was man gesehen hat, der war topfit, der geht da voll rein und der wird uns unsere Abwehr, glaube ich, richtig gut tun. Also ich finde das gut, dass er gekommen ist und ich freue mich richtig, wenn ich die Spiele sehe, ihn spielen zu sehen. Der nächste Spieler, Nummer 3, der Antoni Jung, der wird offiziell als Abwehrspieler geführt, spielt ja meistens auch im System, denn auf der linken Seite in der Abwehr, obwohl er eigentlich mehr ein Innenverteidiger ist, aber er hat auch schon mal in der Mittelfeld ausgeholfen. Kann man auch wieder, ihr merkt es, ne? Man kann diese Leute schwer irgendwo hinpacken. Er hat am meisten links außen gespielt in der Abwehr. Da belassen wir ihn jetzt und gut ist. Sein Geburtsdatum ist der 3.11.1991. Nationalität ist deutsch-spanisch, Größe ist 1,86 Meter, bei Werder seit den 9.06.2021, seine Laufbahn begann beim FC Nordwiesbaden, dann bei Germania Wiesbaden, dann bei Bierbrich 02, dann bei SV Wehen Wiesbaden, danach bei Eintracht Frankfurt, danach bei RB Leipzig und danach bei Brandy Kopenhagen. Bundesligaspieler hat er 16 gemacht, ein Tor geschossen und die zweite Bundesliga hat er 94 gemacht und zwei Tore geschossen. Ist ein solider Spieler, für die Breite des Kaders vollkommen in Ordnung. Für die zweite Bundesliga war das okay. Ich glaube nicht, dass er seinen Stammplatz auf lange Sicht behalten kann in der ersten Bundesliga. Er ist sehr solide hinten, was das Verteidigen angeht, aber ihm fehlt für den Angriff ganz viel. Und da hat man sich gut verstärkt. Und zwar mit unserer Nummer 26, den Lee Buchanan. Positionsabwehr, er wird den links außen spielen und hat es in den Testspielen bis jetzt hervorragend gemacht. Er hat noch sehr viel Luft nach oben und ich glaube, da kommt auch noch ganz viel. Geburtsdatum ist der 7.3.2001, also noch mega jung und kann sich noch gut entwickeln. Nationalität ist Englisch, ich habe ihn noch nie Deutsch sprechen gehört. Ich weiß nicht, ob er ein paar brauchen kann. Größe ist 1,79 Meter, bei Werder seit dem 4.7.2022 und seine Laufbahn hatte er nur eine Position, das war bei Derby Country. Bundesligaspiele keine Tore, zweite Bundesliga keine Spiele, keine Tore. So steht es auf der Karte. Ich glaube, der wird sich richtig mega entwickeln. Wer weiß, ob der nur ein Jahr bei uns bleibt oder vielleicht zwei und dann für eine hohe Summe wieder zurück nach England geht. Könnte ich mir bei denen super vorstellen. Wie gesagt, ich habe ihn nur auf Englisch reden hören.
Aber ich glaube, es ist ein guter Junge. Wer mir auf der Bühne aufgefallen ist am Tag der Fans, ich meine, der hatte Waden, mein lieber Hergangsverein. Und das mit so jungen Jahren. Also ich glaube, der Spieler wird richtig kommen. Ein bisschen dieses Jahr und ich glaube, nächstes Jahr startet der richtig krass durch. Das ist unsere Nummer 39, das ist der Fabio Chirarodia. Der ist Deutsch-Italiener. Also wenn man die Waren von denen gesehen hat, also der muss ja laufen können, der muss einen Zug weglaufen können, so schnell ist der bestimmt. Seine Position ist die Abwehr, spielt wahrscheinlich in der Innenverteidigung. Weiß nicht, ob er flexibel einsetzbar ist. Ich habe ihn bis jetzt noch mal da spielen sehen. Sein Geburtstag ist der 5.6.2005. Seine Körpergröße ist 1,88 Meter. Und bei Werder ist er bei den 1.7.2014. Also dann sieht man schon, wie lange er schon bei uns ist. Und er kommt von Oldenburg. Hat noch keine Spiele in der Bundesliga gemacht und hat ein Spiel in der zweiten Bundesliga gemacht. Und das war sehr solide. Also viele haben ihn noch als, oder war damals 16. Also für einen 16-Jährigen hat er ein richtig tolles Spiel gemacht. Und ich glaube, der wird kommen. Den würde ich auch nicht verleihen. Den würde ich selber versuchen zu ziehen, aufzuziehen. Also ich persönlich würde den noch vor Stark setzen. Weil Stark, das schwächelt für mich und gehört für mich mehr ins Mittelfeld. Aber man sieht da auch wieder an den Positionen, wir haben jetzt relativ wenig Abwehrspieler, so wie ich das jetzt aufgelistet habe. Aber ihr wisst ja, da haben viele Spieler bei uns für die Breite des Kaders Doppelfunktion. Also die können im Mittelfeld und in der Abwehr spielen. Nur weil die jetzt vielleicht nicht beim Thema Abwehr bei mir gekommen sind, auch wenn es auf der Karte vielleicht steht, haben wir genug Leute für die Breite des Kaders. Das sollte hier kein Problem sein. Ich glaube auch eher noch, dass wir noch, weil wir 35 Leute haben, den einen oder anderen Abgang noch sehen. Muss nicht unbedingt verkaufen sein, aber vielleicht eine Leihe. Ich glaube, dass auch Fabio ein Angebot hatte zum Kauf. Das sollte Werder auf gar keinen Fall tun. Wenn man ihm Spielzeit gibt, ich glaube, der bringt das solide auf den Platz und die sollte er kriegen. Und auf meiner Meinung nach, weil er so jung ist, weil er so toll ist, würde ich ihn noch vor Stark einsetzen. Da muss Stark dann auch, ja, zurücktreten, Jugend vor. Wie gesagt, und Stark sehe ich auch eher im Mittelfeld. Und wen wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen mit seinen blonden Haaren, das ist unsere Nummer 27, das ist der Felix Agu. Also, wo ich die Karte gesehen habe und der blonde Haare, da musste ich erstmal schmunzeln. Also, Position Abwehr. Er spielt rechts außen bei uns, kann theoretisch auch links außen in der Abwehr spielen, aber ich denke mal, der wird jetzt eingeplant für die rechte Außenposition und da war er auch immer besser. Der wird sich ein bisschen mit Weiser betteln. Geburtsdatum ist der 27.09.1999, Nationalität ist deutsch, Größe ist 1,80 Meter, bei Werder seit den 1.07.2020, seine Laufbahn ist Osnabrücker SC und danach Osnabrück. Bundesligaspieler hat 15 gemacht, ein Tor geschossen. In der zweiten Bundesliga hat er 53 Spiele gemacht, kein Tor geschossen. Am Anfang der Saison der zweiten Bundesliga war er richtig stark und dann danach hat Weiser ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ich glaube, er war auch ein bisschen verletzt, dann haben die beiden getauscht und dann hat Weiser überzeugt und Trainer hat er nicht mehr großartig das geändert, weil wir ja aufsteigen wollten und jeden Punkt brauchten. Hat er das dann so gelassen. Jetzt, wenn wir mehr Spieler haben, alleine durch die DFB-Pokalspiele, da wird jeder zu spielen kommen. Das bin ich mir sicher. Also das ist gut, dass jede Position hier doppelt besetzt wird. Ein sehr starken und soliden Spieler, auch Nationalspieler, ist unsere Nummer 13. Nein, 13 ist meine persönliche Glückszahl. Das ist der Miloš Veljković. Seine Position ist ganz klar die Abwehr. Geburtsdatum ist der 26.09.1995. Nationalität ist schweizerisch-serbisch. Seine Körpergröße wird mit 1,88 Meter angegeben. Er ist bei Werder den 31.01.2016, hat aktuell seinen Vertrag verlängert. Seine Laufbahn war bei FC Basel, danach Tottenham Hotspur und dann Middlesbrough und dann Charlton Athletic und danach Tottenham Hotspur, also ist wieder zurückgekehrt. Bundesligaspieler hat er 129 gemacht, zwei Tore.
Und in der zweiten Bundesliga 26 Spiele gemacht, ein Tor. Ja, wie gesagt, der Abwehrspieler ist nicht für Tore schießen da, er soll die ja verhindern. Solider Spieler, dass er verlängert hat, habe ich damals gar nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Aber ich dachte, der geht ins Ausland wieder, weiß ich nicht, nach England zurück oder so. Also bärenstark, dass Baumann das geschafft hat, dass er verlängert hat. Und ganz wichtig, der Letzte in der Abwehrreihe, den habe ich zuletzt mit Absicht aufgehoben, weil er auch gleichzeitig unser Kapitän geworden ist. Das ist die Nummer 32, der Marco Friedel. Ein bayerisches Talent, was damals gekommen war und immer Spiele aus der linken Außenposition machte, wo er sehr bescheiden spielte. Man merkte schnell, er ist eigentlich ein Spieler für die Innenverteidigung und da glänzte er auch. Und nach reifte er zu einem gestandenen Werder-Profi, hat eine gute Art an sich, scheint in der Mannschaft gut klarzukommen. Ich glaube, die Mannschaft, hat ihn nicht ohne Grund gewählt. Also ich bin mittlerweile zufrieden. Ich hätte mir auch Lücke vorstellen können als Kapitän, aber ich kann ja den zweiten Kapitän machen. Die können sich da ja einigen. So, also von den Positionen ist ganz klar die Abwehr, die Innenverteidigung. Geburtsdatum ist der 16.03.1998. Seine Nationalität ist österreichisch. Größe ist 1,87 Meter. Danach sieht er gar nicht aus. Immer wenn ich den sehe, denke ich, der ist so klein. Aber gut. Bei Werder Bremen seit dem 25.01.2018. Seine Laufbahn ist SV Kirchbindel, kenne ich nicht. Und der FC Kufstein, den kenne ich auch nicht. Und dann war er bei Bayern München, den kennen wir natürlich. So, Bundesligaspiele hat er 76 gemacht und ein Tor geschossen. Und in der zweiten Bundesliga hat er 27 Spiele gemacht. Oh, und da war vier Tore geschossen und das als Abwehrspieler. Das ist nicht schlecht. Also, ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Marco, dass du etwas hören solltest, dass du ein Kapitän geworden bist. Ich fand, das war eine gute Wahl. So, damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil, wenn es ums Mittelfeld geht.